Aber hier ist gerade Feierabend. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier? Zuletzt bei Luigi's Mansion 3. Dank des vom Kaufhauskopf erhaltenen Aufzugknopfs können wir nun wieder in die zweite Etage fahren. Hier hatten wir prinzipiell schon vorher Zugriff darauf, denn mit einer Treppe aus der Lobby kommt man direkt in die zweite Etage. Allerdings können wir nun den Gastronomiebereich betreten. Nachdem wir eine Horde wilder, vollgefressener Geister besiegten, besiegten wir ebenfalls den Bossgeist, den Koch. Allerdings wurde uns der von ihm erhaltene Aufzugknopf von einer Maus geklaut, welche wir nun verfolgen. Sie flüchtete in das Billardzimmer, in welchem wir nun von ein paar wilden Geistern bedroht werden. So Leute, nehmt lieber nochmal einen ordentlichen Sip Tee. Weil wir haben ordentlich Stress an der Backe. Ja, wir sind im Billardzimmer. Und wir haben zwei fiese Billardgeister auf uns abgesehen. Und wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir diese loswerden. Da ist einer! So schnell kann's gehen. What? Würdest du ihn bitte einsaugen? Ich habe, glaube ich, die Billardkugel eingesaugt und nicht ihn. Moment. Die sind, glaube ich, immer in den Schränken und so weiter drin. Wir checken das mal ab. Ich glaube, das sind diese Geister. Ja, genau, genau. Die sich in den Möbeln verstecken. Ne? Und, oh ja, ja, die zimmern ganz schön rum. Und damit haben wir den ersten schon mal verprügelt. Sehr schön. Aber die treten immer zusammen auf. Und ich glaube, hier müsste der zweite drin sein. Nein, da hinten. Oh, shit. Das hat er mir ordentlich gegeben. Der Sohn. Hahaha. Okay. Wie wär's? Bist du da drin, mein Freund? Zack. Sehr gut. Und jetzt komm her. Ich werde dich genauso verprügeln wie deinen Kollegen. Sehr gut. Und damit hätten wir die fiesen Billardgeister auch erledigt. So, wir haben uns beim letzten Mal schon ein bisschen hier umgeguckt. Diese Schwerter da oben sehen auch ultra verdächtig aus. Warum kann ich das machen? Muss ich das auf den Schweinehintern schießen? Wahrscheinlich nicht, sonst würde es automatisch anvisieren. Aber ich tue es einfach, weil ich es witzig finde. Okay, warum kriegen wir dieses Schwert hier? Das ist doch super verdächtig, oder? Ah, ich kann das auf die Dartscheibe schießen. Und da ist der letzte Kristall. Oh mein Gott. Damit haben wir alle Juwelen in der zweiten Etage. Das erste Mal, dass wir eine Etage juwelentechnisch komplettieren. Oh, mega gut. Okay, das freut mich jetzt gerade ultra. Nice. Wir sind doch keine Trottel, was Secret suchen angeht. Ab und zu finden wir dann doch alles, was benötigt wird. Trotzdem stimmt ihm doch, glaube ich, zu, dass dieser Schweinehintern hier mehr als verdächtig ist, oder? So. Na, wenn ich hier Vollgas gebe, sehr schön, können wir hier ordentlich Cash absahnen. So, ich weiß nicht, was hier klüger ist, den Hintern oder das Schwein vorne zu haben. Jetzt ist es gar nichts von beiden. Soll mir auch recht sein. So. Und die Maus ist ja hier reingeflohen. Na, genau hier rein. Aber kann ich das aufpümpeln? Ach, das sind Spinz. Das sind Spinte. Ach so. Okay, haha. So schnell kann's gehen. Aber sie flüchtet schon wieder. Aber so leicht gebe ich mich noch nicht zufrieden, weil wenn ich das richtig sehe, ist hier hinter diesen Spinz noch mehr. Nämlich ein bisschen Geld. Ein Goldbarren und ein paar grüne Scheine für Luigis Portemonnaie. Nice. So, den machen wir auch noch kaputt. Dann können wir sagen, dass wir alles gesehen haben. So, und jetzt gilt unsere einzige Aufgabe nur noch der Maus. Ja, wenn wir, da oben ist ein Goldbarren. Stopp, stopp, stopp. Wenn ich etwas sehe, dann will ich es auch haben. Auch wenn es einfach nur ein simpler Goldbarren ist. So, jetzt bin ich zufrieden. Ich habe übrigens noch ein paar Infos zu dem Bosskampf von letztem Part gegen den verrückten Küchenchef. Der liebe Sven hat mir geschrieben, dass man dem eigentlich die Pfanne hätte wegpömpeln können, die er hatte. Ja. Also wir haben ja mit diesen dicken Kürbissen und so auf ihn gefeuert. Eigentlich hätten wir ja quasi einfach nur ein bisschen pömpeln müssen. Und dann hätten wir das auch schon geschafft. So, ich mache das hier mal auf. Weil hier ist gerade Feierabend. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier? Oh, eklig. Oh mein Gott, okay. Wir haben den Aufzugknopf schon mal. Uff. So, und jetzt... Ja. Jetzt steckt das sofort ein. Okay. Jetzt haben sie die Animation extra lang gelassen, um den Spieler nochmal zu foltern, ob jetzt die Maus nochmal kommt. Aber
Boah, das war eklig. Also, so einzelne Mäuse und Ratten habe ich ja kein Problem. Auch so mit Ratten und Mäusen als Haustieren habe ich kein Problem. Aber so viele auf einem Haufen, das war jetzt schon ein bisschen eklig, muss ich zugeben. Aber schön, dann hätten wir die zweite Etage erstmal abgeschlossen. Wir haben alle Kristalle. Wir haben den Aufzugknopf, den wir brauchen. Darauf gibt es erstmal den Sip-Tee. Normalerweise Kaffee, aber ich habe heute schon 2 Tassen Kaffee. Sobald man geschäftlich unterwegs ist, trinkt man viel zu viel Kaffee. Aber Kaffee ist einfach das Mittel zum Socializen Nummer 1. Du gehst einfach zu irgendeinem Geschäftsmeeting, trinkst mit jemandem Kaffee, kommst gut ins Gespräch. Gibt nichts Besseres. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Tee trinken. Aber auch Tee ist lecker. Und beeindruckend, dass die grüne Taste bei dem Greenscreen nicht rausgekeyt wird. Ich bin wirklich begeistert. Luigi, du machst deine Sache wirklich gut. Komm doch mal zurück zum Labor. Ich möchte dir nämlich was sagen. Oh, kriegen wir eine neue Fähigkeit? Da schauen wir doch sofort nach. Hallo, mein Freund. Ich bin da. Oh, Luigi, da bist du endlich wieder. Einen alten Mann lässt man doch nicht so lange warten. Ich habe mich ohnmächtig ins Zeug gelegt. Das Labor verfügt jetzt fast über alle Funktionen. Also, du warst offensichtlich auch nicht wahr, Luigi. Gut so. Sauge bei deiner Erkundungstour mit dem Schreckweg immer so viel wie möglich auf. Dabei hast du sicher schon eine hübsche Summe Geld eingesammelt. Frag dich also, was machst du mit dem ganzen Cash? Du könntest Lotto spielen, Drogen kaufen. Tja, eine ganze Menge. Und ein kleines bisschen werde ich davon auch profitieren, versteht sich. Trommelwirbel. Hiermit kündige ich an, voller Stolz etwas ganz Besonderes zu haben. Einen Shop. Professor Igitts Shopping-Netzwerk ist freigeschaltet. Ah, Professor Igitt hat ein Amazon gemacht. Dort kannst du recht nützliche Items kaufen für einen absoluten Spottpreis. Zur Feier der Eröffnung gibt es, und das ist natürlich eine einmalige Sache, ein gratis Geschenk und zwar einen Goldknochen. Ah, das ist, wenn ich Game Over gehe, werde ich gerettet. Na dann, holen wir uns den doch. Sehr schön, for free. Aber ich habe nicht vor, Game Over zu gehen. So, Goldknochen sind ganz fantastisch. Ja. So, aber es gibt hier noch mehr. Es gibt, hey, ich will noch weiter in deinem Shop suchen. Dreh dich mal kurz um, ich muss das am Schreckwerkflur anpassen. Oh, kriegen wir eine neue Funktion? Schon erledigt. Der hat jetzt eine brandneue Funktion. Aufgrund einiger Untersuchungen gehe ich davon aus, dass Buchus im Hotel versteckt sind. Mit der neuen Funktion lassen sie sich aufspüren. Die Einzelheiten erläutere ich dir aber später. Gut, das wär's dann erstmal. So, ich will jetzt aber trotzdem erstmal in seinen Shop gehen. Na, da war ganz schön viel. Wir haben hier einen Buhu-Finder. Den gibt's noch nicht. Was ist das? Juwelenfinder. Hiermit wird auf der Karte enthüllt, wo ein Juwel versteckt ist. Für insgesamt ein Juwel einsetzbar. Achso, ich kann ein einziges Juwel damit finden, ne? Nee, das mache ich dann, wenn ich auf die 100% gehe. Aktuell möchte ich mir dabei noch nicht helfen lassen. Aktuell will ich noch so viel wie möglich selber hinbekommen. Ich gehe mal wieder. So, aber die Buhu-Jagd ist jetzt also auch offiziell eröffnet. Auch das ist ja was, das gibt es schon seit dem allerersten Luigi's Mansion. Also Buhu sind schon immer am Start. Wir werden wieder angerufen mit dem nicht so coolen Klingelton wie in Luigi's Mansion 2. Hallo. Servus. So schnell kann es gehen, du bist anscheinend schon auf den ersten Buhu gestoßen. Er muss ganz in der Nähe sein. Lass mich das genauer erläutern. Also, Luigi's Körper besteht aus einem Element, das ich Glibber getauft habe. Glibber reagiert auf den Buhu, auf von Buhus ausgesendete Frequenzen. Ich kann nicht lesen, Diggi. Wenn sich ein Buhu in der Nähe versteckt, merkt man das daran, dass der Glibber zu vibrieren beginnt. Also mein Controller. Das Vibrieren nimmt zu, je mehr du dich dem Buhu näherst. Wenn du ganz nah bist, wirst du das im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Das ist einfach zu verstehen. Naja, er ist in der Nähe. Fang ihn schnell ein. Okay. Hier ist nicht so viel los. Jetzt vibriert's. Es vibriert leicht. Es vibriert immer noch leicht. Es vibriert immer noch leicht. Und jetzt vibriert's gar nicht mehr. Hier eskaliert er. Heißt es, der ist hier in diesem Bild drin? Oder wie darf ich das verstehen? Nee, da ist nur noch mal der Juwel drin. Den hatten wir aber schon. Okay, aber wie finde ich einen Buhu? Bewegt der Buhu sich? Wie finde ich einen Buhu? Ich glaube, der bewegt sich. Weil jetzt eskaliert mein Glibber nicht mehr. Nee, hier drüben auch nicht. Ich bin zu blöd, diesen Buhu zu finden. Jetzt eskaliert er. Jetzt eskaliert er komplett. Aber wie? Wo? Wann? Ich bin zu blöd. Ich bin wirklich zu beschränkt. Okay.
Jetzt vibriert er wieder nicht. Jetzt ein bisschen. Jetzt vibriert er wieder mehr. Jetzt vibriert er übel krass. Wie? Wie finde ich den? Hätte ich wieder irgendwas... Habe ich wieder irgendeine Funktion überlesen? Da! Hier ist was! Hier ist eine Waschmaschine verschwunden. Hat die was damit zu tun? Ich glaube schon. Nee, hier ist auch nur Cash drin. Und eine Perle. Ich meine, das ist nice, aber... Mein Controller eskaliert übelste Sorte. Aber ich finde den nicht. Der ist irgendwo hier drin. Der ist hier irgendwo. Ist der in Gegenständen drin? Muss ich hier an Dingen rütteln? Ha! Ich muss an Dingen rütteln. Oh, ich bin Ubu, zu dumm, dass du mich gefunden hast. Ah, okay. Jetzt haben wir es. So, und den muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen rumschleudern, oder? Oh, sehr schön. Den haben wir ordentlich verprügelt. Okay, das ist funny. Okay. So, das ist jetzt... Okay, das, die Buhu-Jagd kennt man jetzt. Sehr schön, da ist er wieder. Einfach mit der Schwarzlichtlampe. Und damit haben wir ihn auch schon. Okay, das ist geil. Und der droppt ultra viel Geld. Also, nicht nur ein bisschen, sondern ultra viel Geld. Ich weiß es aber nicht, ob jetzt quasi in jedem Raum ein Buhu ist. Oder... Ob der jetzt quasi... Ich weiß gar nicht... Na, das werden wir raussehen. Warte mal, da unten sind Goldbarren drin. Ich denke, das ist jetzt einfach so ein bisschen Learning by Doing. Aber hier vibriert mein Glibber jetzt nicht mehr. Wir werden es ja gleich sehen, ob quasi der Glibber in jedem Raum eskaliert. Nee. Hier vibriert jetzt auch nichts mehr. Okay, vielleicht pro Etage einer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, aber ich denke, wir werden das rausfinden. Ich denke... Wir werden auf jeden Fall noch hinter das Geheimnis kommen, aber mir fällt gerade eine Sache ein. Haben wir schon den Kristall in diesem Treppenhaus? Haben wir, glaube ich, schon, oder? Ich schaue nur noch mal nach. Ich glaube schon, doch, den haben wir schon geholt. So, jetzt schaue nur noch mal nach. Okay, nee, diesen Automaten hier kann ich nicht noch mehrfach betätigen, weil mir wurde gesagt, manche Automaten kann man auch mehrfach mit dem Stroboblitz betätigen. Dann werden wir den erstmal kaputt machen, um dann einen geheimen Raum zu finden. Und der führt mich hier hinter. Waren wir hier schon? Nein, da oben ist eine Goldspinne. Erstmal einsammeln. Boah, die bringen so viel Cash, ne? Mega gut. Und die haben wir auch nochmal extra Cash. Da liegt sogar nochmal so eine Maske. Ne? So eine Menschenmaske, die Geister angezogen haben, um uns am Anfang zu täuschen. Aber so leicht nicht mit uns. Ne? So leicht nicht mit uns. Fehlt irgendwas auf dem Tisch oder so? Nee, das sieht alles recht entspannt aus. Ich glaube, das ist nur so ein kleines Geld-Secret. So, warte mal. Diese Kisten kann ich doch rumschleudern. Darf ich kaputt machen, oder? Oder auch nicht. Okay. Dann hätten wir uns auch gefunden. Bisschen Geld nimmt man immer gerne mit. Nice. So. Aha. Hier eskaliert mein Tank schon wieder. Irgendwo hier treibt sich wieder ein Dude rum. Aber diese Lobby ist allgemein noch ein Ort, den wir untersuchen müssen. Weil da fehlt doch eine Couch, oder? Nicht? Oh, das sieht irgendwie sehr verdächtig aus. Aber schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir haben jetzt auch neue Funktionen. Wir haben jetzt Luigi und so weiter. Und es gibt Buhus. Okay, jetzt eskaliert das schon mehr. Boah, der Controller geht richtig ab. Der Controller geht übelste Sorte ab. Kann ich mit dieser Kiste interagieren? Ja! Ich bin Buhstabier! Ja, ja, du Sohn. Dann suchen wir doch mal Buchstabier. Sehr schön, da. Ja, ich glaube, 10 Leben können wir ihm immer abziehen. Ich versuche es auch immer getimed zu drücken. Oh, das heißt sogar 12 Mal. Okay, ich glaube, ich muss einfach spammen. Ich glaube, hier ist nichts mit getimed drücken, ne? Ich schaue mal, wie viel Schaden ich ihm machen kann, wenn ich einfach spamme. So, da ist er. Oh, shit. Der kann auch angreifen. Uff, okay. Wieder was gelernt. Ich spamme jetzt einfach. Okay, Spam ist, glaube ich, nicht die Lösung. Gefühlt war ich langsamer als davor. Aber er hat ja auch nur noch 8 Leben. Ich habe jetzt hier noch kein Referenzbeispiel. Aber wir haben den nächsten Buhu. Very nice. Wie gesagt, die sollte man ja, glaube ich, relativ easy finden, ne? Wenn der Controller immer schon so sehr, naja, sagen wir mal, auffällig vibriert.
So, wir können uns jetzt nochmal diesen Raum hier angucken. Na, da oben ist ja immer noch ein Kristall und wir haben das schon getestet. Aufschießen geht nicht. Wir müssen irgendwas anderes tun, um an den ranzukommen. Aber wir haben jetzt auch ein paar neue Funktionen. Wir haben Luigi, wir haben den Pömpel. Oh, warte mal, kann ich das da oben vielleicht einfach aufpömpeln? Ich habe den Tisch kaputt gemacht, okay. Geht das? Nee, auch aufpömpeln ist nicht die Lösung. Ich denke, ich muss irgendein Geheimnis lösen, dass sich dieses Glas dann irgendwie öffnet. Oh, hier fehlt was. Hier fehlt eine Couch. Ja, moin. Oder ist es eine Couch oder ist es eine Etagere? Nee, das ist eine Couch, glaube ich. Oh, mit einem Kristallgeist. Uff. Okay. Der musste los. So, jetzt hat. Komm her, mein Freund. Zack. Sehr schön. Und das ist der weiße Kristall. 3 von 6. So, aber das bringt uns leider noch nicht zu dem, der da oben war. Die Frage ist, können wir was da hochschleudern? Nee, dafür schleudert Luigi die Sachen nicht weit genug, glaube ich. Kann ich diese Kiste aufpümpeln? Oder geht die von allein kaputt? Nee, beides nicht, aber ich kann reingucken. Okay, das bringt auch noch nicht so viel. Mensch, ich finde es immer noch so verdächtig, dass ich hier so viel machen kann. Aber da oben, das habe ich ja schon alles kaputt gemacht. Ich habe ja schon mal alle Bilder da oben kaputt geschossen. Das hat ja nicht viel gebracht. Außer ein bisschen Geld. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, wie wir an den rankommen. Erinnert ihr euch noch? Wir haben schon mal diesen Teppich hier weggemacht. Und ich glaube, darunter war ein Gitter. Genauso ist es. Und jetzt haben wir Luigi. Und jetzt kommen wir da rein. Und jetzt kriegen wir auch diesen Kristall. Oder? Ah ja. Sehr schön. Da kam die Erinnerung wieder. Aber wie gesagt, der war auch so offensichtlich platziert. Den musste man einfach finden. So, da gab es gar keine andere Wahl. Sehr schön. Dann hätten wir den auch. Boah, diese Juwelensuche, die ist schon... Das ist einfach, wie gesagt, ich fand es im Zweier schon das Geilste. Und hier macht es auch einfach mordsmäßig Spaß. Weil die einen einfach so animieren, alles abzusuchen. Sehr cool. So, aber wie gesagt, allzu viel Bugtraining will ich jetzt nicht in jedem Part machen. Ich würde sagen, immer wieder so ein bisschen und dann auch wieder in der Story weitermachen. Ich denke, so eine gesunde Mischung macht einen spaßigen Part aus. Und deswegen würde ich vorschlagen, schauen wir doch mal nach, welche neue Etage wir freigeschaltet haben. Es müsste die 4 gewesen sein. Der Konzertbereich. Musikinstrumente. Können auch immer sehr gruselig eingebunden werden. Ich denke, jeder kennt das gruselige Klavier. Oder es ist allgemein immer weird, wenn irgendwelche Instrumente sich von alleine spielen. Und jetzt ist der Aufzugzeiger eine Musiknote. Also auch erinnert dich noch an den Kommentar, dass der Aufzugzeiger sich immer ändert pro Stockwerk. Jetzt haben wir es gesehen. Und übrigens erinnert ihr euch noch an den Gebäck-Joke, den ich am Anfang des letzten Parts gebracht habe. Die liebe Keksfresse hat mir geschrieben, dass das Ganze ein Windbeutel ist. Ja, kein Donut oder Cupcake, wie ich es in der Hektik gesagt habe. Aber dass das kein Donut und Cupcake war mir auch im Schnitt schon klar. Luigi, falls du mal ganz schnell zum Labor musst, habe ich die perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem eingerichtet, nur für dich. Ruf einfach den VB auf und wähle Labor. Dann bist du nur bei mir. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst vom Labor aus an die Stelle, wo du zuletzt warst. Oh, sehr geil. Das ist eine gute Sache. Das heißt, wir können immer schnell zu Igitt, beziehungsweise uns schnell in den Keller teleportieren. Und, uns neue Features kaufen, falls wir diese benötigen. So, Wetten, da müssen wir reinpusten, ne? Oh je! Yeah. Warte mal. Ich kapiere. Moment. So, und jetzt können wir es wahrscheinlich mit dem... What? Was macht dieses Becken da? Toll, warte mal. So, wir machen einmal... Wir saugen hier. Und mit Luigi pusten wir rein. Und damit müssen wir doch eigentlich... Sehr schön! Den ersten Juwel bekommen in Musiknotenform. Das finde ich ziemlich baba, muss ich zugeben. Juwelen in Musiknotenform hat was. Aber was hat es mit diesem Becken auf sich? Okay, ich kann mit dem nicht interagieren. Kann ich hiermit was machen? Das kann ich doch safe kaputt machen, oder? 100%. Putz!
Yeah. Cash für mich. So. Hier checken wir auch noch ab, ob hier irgendwas ist. Ich muss zugeben, dass diese Boxen da oben verdammt verdächtig aussehen. Aber die sind zu weit oben, als dass ich da irgendwas pömpeln könnte. Na, nee, nee, nee. Aber irgendwie sehen die verdächtig aus. Ich traue dir noch nicht so ganz über den Weg. Okay, hier ist die Snackbar. Oh, hier kann ich sogar was verschießen. Muss ich das auf die Boxen feuern? Ja, oder? Yes. Genau das ist es. So, wir holen jetzt direkt die zweite Candy Box. Dann feuern wir die auch da hoch. Diese Boxen sehen einfach zu verdächtig aus. Was? Und mehr als ein bisschen Geld gibt's nicht? Ernsthaft? Uff. Das ist schmerzhaft. Ich hätte gedacht, dafür gibt's mehr. Oder vielleicht kann ich nochmal was da hochfeuern, dass sie runterkrachen oder so. Aber ich habe keine Geschosse mehr. Hm, und ich muss gleich niesen. Okay, alles gut. Ich lebe wieder. Oh, ich weiß auch schon wieder gar nicht, wie lange der Part geht. Ja, wahrscheinlich überziehe ich schon wieder übelste Sorte. So, aber... Auch das sieht mir schon wieder viel zu verdächtig aus. Als ob hier nichts wäre. Ganz ehrlich. Als ob hier einfach nichts ist. Aber ich wüsste nicht, was ich sonst tun soll. Nee. Irgendwie ist hier noch nicht so viel. Wovor habe ich mich jetzt erschreckt? Ah, vor diesem Evil Teppich. Und da muss ich wahrscheinlich mal drüber hüpfen, oder? Okay. Dann kümmere ich mich erstmal hier rum, weil ansonsten kann ich hier nichts in Ruhe erkunden, ne? Oh, als ob der mich erwischt hat. Sehr schön. So, du Sohn. Oh nein, jetzt boxt er mich auch noch, weil ich zu... Boah, mein Gott. Ich bin ein schlechter Spieler. So. Very nice. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. So. Erst nochmal zurück. Da vorne ist vielleicht der große Konzertraum. Hier sind gewisse Musikstücke oder Instrumente ausgestellt. Aber kann ich mit denen irgendwas machen? Also, warum... Oh, stopp mal. Das ist ein Plakat. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Es ist ja nur für ein bisschen Cash. Ich meine, besser als nichts. Und da oben sind übelst viele Scheine, sehe ich gerade. Ein Moment, die holen wir uns gleich noch. Hier oben. Ich weiß ja nicht, wie ich da schnell rankomme. Ganz vereinzelt kommen die Scheine runter. Yay! Okay, das hat sich mies gelohnt. Nicht. Aber ich denke, ansonsten ist hier tatsächlich nichts mehr. Da ist schon eine Toilette. In jedem Stockwerk gibt es einfach Toiletten. Ich meine, es ist realistisch. Aber irgendwie witzig. Oh, Moment mal. Ich wollte gerade sagen, wir sehen einen Spiegel. Ein Spiegel ist direkt wieder Anwärter auf was Geheimes. Und in diesem Fall ist es wieder ein Cash-Bild mit vielen, vielen Goldbarren, die ich alle sehr, sehr gerne mitnehme. So, und ich denke, die Toilette ist auch das Letzte, was wir für heute angucken. Alles Weitere gibt es dann beim nächsten Mal. Wasserhähne muss man auch immer überprüfen. Oh ja, da waren schon wieder Goldbarren drin. Immer wenn Goldbarren drin sind, hat es sich definitiv gelohnt. Bei Münzen ist immer so, weiß nicht so genau. Aber bei Goldbarren hat es sich immer safe gelohnt. Aber hier ist auf jeden Fall ein Spot für Luigi. Und diese Tür da drüben hat die Form eines Buhus. Seht ihr das? Und wo geht es für mich hin? Einfach nur ein bisschen Geld holen. Okay. Ich bin immer noch gespannt, wie viel Geld man braucht, um am Ende einen guten Rang zu bekommen. Aber ich denke mal, geldtechnisch sind wir doch gar nicht so schlecht unterwegs. Und diese Tür geht nicht auf. Diese Tür geht gar nicht von alleine auf. Okay. Aber wir können ja zum Glück mit Luigi hier durch. Und dann würde ich sagen, spülen wir mal. Oh Gott, Alter. Das hat gar nichts mit Spülen zu tun. Aber wir machen damit die Tür auf. Oder? Schauen wir mal, kann ich jetzt das pömpeln? Nein, aber ich kann es jetzt einfach öffnen, glaube ich. Und jetzt sind wir im geheimen Süßigkeitenladen. Das gefällt mir. Und ich kann hier wieder schießen. Erstmal schauen, ob ich auf irgendwas schießen kann. Der visiert ja meistens automatisch an. Wirkt aber in diesem Fall tatsächlich nicht so. Okay.
die Noten da an der Wand. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier ein Lied spielen. Das ist das Luigi's Mansion Theme. Und dafür kriege ich ein Juwel. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt hier gezählt hat. Also ich meine, das sind ja Achtelnoten und Viertelnoten. Also ob ich quasi ob ich die Flaschen nur eine bestimmte Zeit lang spielen muss. Quasi Achtelnoten kurz und Viertelnoten ein bisschen länger. Oder ob es einfach nur darum ging, sie der Reihe nach zu spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt genau die Lösung hierfür war. Aber wir haben es geschafft und ich denke, das ist alles, was zählt. Und ich denke, das ist auch so das Hauptsecret dieses Raumes. Ich meine, wir haben schon wieder ein Juwel gefunden. Das ist eine definitiv coole Sache. Und es ist einfach schon wieder ein innovatives Rätsel. Also definitiv nice Sache an der Stelle. So, was dahin haben wir gelernt, muss man öffnen. Für ein bisschen Cash. So, aber ich öffne tatsächlich jetzt auch hier diese ganzen Süßigkeitenboxen noch, weil halt überall Geld drin ist. Und ich will einfach diesen guten Rang am Ende haben. Ihr habt mir gesagt, es gibt diesen Rang. Also ich vertraue euch da. Ich sammle hier nur so viel Geld, weil ihr mir gesagt habt, dass es tatsächlich recht wichtig ist, viel Geld zu sammeln. Deswegen mache ich das Ganze hier. Und in Luigi's Mansion 1 waren wir schon gar nicht so schlecht unterwegs. Da haben wir schon ordentlich Geld eingesammelt und ich glaube den zweitbesten Rang bekommen. Oder den drittbesten. Aber wir waren gar nicht schlecht unterwegs. So, und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich möchte noch das heutige Fanart einblenden, das vergesse ich irgendwie immer. Das kommt irgendwie von der lieben Jessie und es ist ein Luigi auf einem Pedalo. Das ist so genius, verfolgt von einem König Buhu und Luigi so musslos, ganz, ganz dringend. Mega cool. Und beim nächsten Mal, Guys, erkunden wir die Damentoilette und dann natürlich auch den Konzertsaal. Da sehe ich aber noch eine Geldspinne, die wir natürlich auch mitnehmen. Und dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 3.